So macht man ein würziges Rosmarinsalz. Ich zeige, wie es geht. Man braucht etwas Meersalz und ein paar kleine Zweige frischen oder getrockneten Rosmarin. Zum Zerkleinern braucht man einen Zerhacker. Sowas gibt es oft als Zubehör von Pürierstäben. Die Rosmarinblätter rebel ich in den Zerhacker. Dann gebe ich das Salz dazu. Jetzt verschließe ich den Zerhacker, setze den Pürierstab auf und beginne zu zerkleinern. Nach einer Weile sind die Rosmarinblätter zerkleinert und das Salz ist leicht grünlich geworden. Es duftet kräftig nach Rosmarin und grünen Blättern. Und es schmeckt wunderbar nach Urlaub am Meer. Ich fülle das Rosmarinsalz in ein kleines Glas, damit ich es beim Kochen zur Hand habe. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!